Niki Lauda hat hier schon einmal gewonnen, das war 1975 mit einem Ferrari. Schauen wir uns aber jetzt eine Runde aus der Sicht des Fahrers an. Am Steuer sitzt der Franzose Jean-Pierre Jabouille und er fährt, das wissen Sie ja, den Renault Turbo. Der Kurs von Le Castellet ist 5,81 Kilometer lang. Das ist die Links-Rechts-Kombination, die absolut voll im fünften Gang gefahren wird. Hier hatte Mario Andretti vorgestern im Training einen schweren Unfall, bei dem er aber unverletzt geblieben ist. Diese Schikane heruntergeschaltet in den zweiten Gang, Kurve Le Col. Das ist diese Rechtskurve, immer noch zweiter Gang, Saint-Baum, dritter Gang, vierter Gang. Und das ist die wichtigste Kurve wahrscheinlich der gesamten Rennstrecke, denn sie bestimmt darüber, wie schnell der Fahrer auf die lange Gerade kommt. Und diese Mistral-Gerade, in der sich Jean-Pierre Jabouille momentan befindet, misst 1,8 Kilometer. Das ist das längste Geradeausstück im gesamten Grand Prix-Geschehen. Keine andere Rennstrecke hat eine derart lange Gerade. Und hier können Sie ermessen, wie uneben diese Gerade ist und welche Belastung die Radaufhängungen aushalten müssen. Bremspunkt 100 Meter, vierter Gang für die Rechtskurve von Sinn. Dritter Gang für die Rechtskurve von BOC. Eine sehr lange Kurve, von der man glaubt, dass sie nie aufhören wird. Ähnlich wie die Karussellkurve, die Sie vor 15 Tagen beim Grand Prix von Schweden in Andersdorf gesehen haben. Das ist das Kurvengeschlenk im Innenteil der Pinsel, also die Haarnadel. Zweiter Gang, vierter Gang. Hier hatte Claire Gazzoni vor 2 Jahren einen Unfall, weil sein Motor blockiert hat. Und das ist die Kurve von Pont, die zurückfährt auf die Start-Zielgerade. Eine Runde, 5,81 Kilometer, Schaltmanöver 12 Mal pro Runde und wir haben...